Beginnen wollen wir aber mit dem Superding in Sportdeutschland, der Leichtathletik-WM in Stuttgart. Die Athleten sitzen sozusagen schon in den Startlöchern und manch Kritiker ist längst auf der Zielgerade. Pleiten, Pech, Pannen wird herumgenörgelt. Die Leichtathletik-Fans allerdings freuen sich auf das größte deutsche Sportereignis seit Olympia 72 und der Fußball-Weltmeisterschaft 1974. Es wurde richtig geklotzt, allein das Stadion würde für 54 Millionen Mark aufgemöbelt. Und wenn man dann gerade dabei war, dann trug man auch dem Zeitgeist noch Rechnung. Es wurde sponsorenfreundlich umbenannt. Aus dem Neckarstadion wurde das Gottlieb-Daimler-Stadion. Brot und Spiele heute, Brot und Spiele allerdings auch schon zu Beginn der Stadiongeschichte, denn 1933 legten die Nazis den Grundstein zur Adolf-Hitler-Kampfbahn. Guido Dobratz über 60 Jahre Stadion- und Leichtathletikgeschichte. Das ist die WM-Stätte der Titelkämpfe 93. Erbaut im Jahr 1933, renoviert im Jahr 73 und nun umgebaut zum regenschützenden Gottlieb-Daimler-Stadion. Viele Höhepunkte gab es in diesem Zeitraum und einer hat alle erlebt, ob als Zuschauer, Funktionär oder Organisator. Alfred Jetter, 82 Jahre alt, einst als aktiver Leichtathlet und Fußballer, später Pressewart und Präsident des Württembergischen Leichtathletikverbandes. Seine Gedanken gehen zurück. Das 15. Deutsche Turnfest in Stuttgart fand seinen Höhepunkt in den herrlichen Massenvorführungen auf dem Cannstatter Wasen. 200.000 Turner marschieren in drei gewaltigen Heersäulen durch die Stadt. Mit dem Deutschen Turnfest, wenige Monate nach der Machtergreifung durch Hitler, wurde das Neckarstadion eingeweiht. Massengymnastik vor dem Führer. Standen damals für den Sport schon die Zeichen auf Sturm? Das hat man 33 nicht gespürt. Und ich möchte auch sagen, später auch nicht. Und dazu hat vielleicht auch beigetragen die Olympischen Spiele, die ja schon nach Deutschland vergeben waren. Und dass man deshalb ja an sich bei den Sportverbänden alle Kraft auf die Olympischen Spiele gesetzt hat. Und deshalb auch, glaube ich, von anderen Dingen etwas verschont geblieben ist. Die Fünfkämpferin Gisela Mauermeier und der Hindernisläufer Alfred Dompert prägten 1933 die süddeutschen Meisterschaften. Hier ist zum ersten Mal ein 3000 Meter Hindernislauf überhaupt gelaufen worden in diesem, nicht nur in diesem Stadion, in Württemberg. Und man hat natürlich keinen Wassergraben. Damals wurde die normale Bahn genommen. Man hat statt dem Wassergraben zwei Hürden nebeneinander gestellt. Und darüber musste man springen. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonaden schon und Räucherplunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder. In Aspik. Es ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Im Stuttgarter Neckarstadion siegten die deutschen Leichtathleten über die Nationalmannschaft von Italien. Ein erster Punktvorsprung der Italiener wurde von den Deutschen erst eingeholt, dann weit überboten. Im 200-Meter-Lauf zeigte sich der deutsche Zandt in blendender Verfassung und ließ mit 21,4 Sekunden seine Rivalen sicher hinter sich. Diesen ersten Länderkampf nach dem Krieg, wie empfand ihn damals Alfred Jetter in seiner Rolle als Zuschauer? 1951 waren vor allem Lanzi war noch mal angekündigt, der in den 40er Jahren mit Harbig die großen Kämpfe sich geliefert hat. Und das waren einfach, die Leute waren ja ausgehungert, die wollten mal wieder einen Länderkampf sehen. Bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Stuttgart gab Bundespräsident Heuss das Zeichen zur Anzugserleichterung. Das Thermometer kletterte nämlich im Schatten bis auf 30 Grad. Eine Sensation gab es über 800 Meter. Nicht der favorisierte Paul Schmidt machte das Rennen, sondern der junge Peter Adam. Er siegte in einer Minute 50,8 Sekunden. Der frisch gebackene Weltrekordler Martin Lauer siegte über 110 Meter Hürden bei starkem Gegenwind in 14 Sekunden. Und dann gab es lebhaften Beifall für unseren Bundespräsidenten, der sich mit humorvollen und beherzigenswerten Worten vom deutschen Sport verabschiedete.
als ich Bundespräsident geworden war, hat meine Frau, die eine kluge Frau war, mir gesagt, du wirst einen herben Kampf zu führen haben gegen den Schlager, der Theodor steht im Fußballtor. Ich habe ihr gesagt, liebe Elli, keine Sorge, damit werde ich fertig. Von 1961 an schlüpfte der Jurist Alfred Jetter in die Rolle des Funktionärs, führte er im Hintergrund fast bei allen Top-Ereignissen Regie. Und zu einem Meilenstein, auch in der Geschichte des Neckarstadions, wurde der Länderkampf der Männermannschaften zwischen den USA und Deutschland. Einer der Höhepunkte der 200-Meter-Lauf mit den US-Sprintassen sowie Manfred Germar, dem zweiten von rechts. Hier war vor allem der 200-Meter-Lauf, der war, ich möchte sagen, sensationell. Denn als man hier über die 100 Meter beginnen, als sie hier reingelaufen sind, war der Germa so etwa 6-8 Meter dahinter. Nicht? Und dann hat sie aussichtslos geschlagen für uns alle. Und hat dann also in unglaublicher Weise auf den letzten 40 Metern den Mann noch aufgefressen. Es war unglaublich. Ein Lauf, der ist direkt geflogen und der andere natürlich kam einfach nicht mehr weiter. Es war kaum zu glauben, dieser 200 Meter Lauf. Das war das Ereignis bei diesem Länderkampf. Bei den Männern. Bei einem Einlagelauf der Frauen sorgte Wilma Rudolph für einen weiteren Paukenschlag. Sie durchlief die 100 Meter in der neuen Weltrekordzeit von 11,2 Sekunden und die 40.000 Zuschauer feierten die schwarze Gazelle aus Tennessee. Wilma Rudolph, die dreimalige Olympiasiegerin des Jahres 60, hatte für eine Sternstunde gesorgt. Ein neues Kapitel in der wechselvollen Geschichte des Neckarstadions erlebte Alfred Jetter bei den deutschen Meisterschaften 71 und dem glanzvollen 800-Meter-Weltrekord durch Hildegard Falk. Und bald voraus Hildegard Falk. Dann Gisela Ellenberger, dann Silvia Schenk. Das könnte einen Weltrekord geben, denn, jawohl, 1,58,3, eine enorme Zeit für eine 800-Meter-Läuferin. Sie ist die erste Läuferin auf der Welt, die die 800 Meter unter 2 Minuten zurückgelegt hat und dann so deutlich unter 2 Minuten. Ich erinnere mich noch genau, wie die Hildegard Falk diese letzte 100 Meter darunter gerannt ist und wie wir alle so irgendwie fasziniert auf unsere Stoppuhren damals, ich glaube, eine Uhr ist nicht mitgelaufen damals noch nicht, wie wir auf die Uhren geschaut haben und sagten, Mensch, das gibt ja einen Weltrekord. Ich meine, damit hat an sich, also ich jedenfalls und wir alle, glaube ich, gar nicht gerechnet, dass hier ein Weltrekord rauskommt. Ne? Mit Bobiemen und dem Erdteilkampf zwischen Europa und Amerika begann auch die Zeit der neuen schnellen Tartanbahn im Neckarstadion, der ersten in Deutschland. Weitspringer Bobiemen nicht nur wegen seines legendären 8,90 Meter Weltrekordsprungs, der Showman der internationalen Leichtathletik-Szene. Einen Rekordsprung von 9 Meter schloss er schon im Jahr 69 nicht aus. Natürlich erwartet jeder von mir fast jeden Tag einen Sprung von 8,90 Meter, aber das ist unmöglich. Unter optimalen Bedingungen traue ich mir jedoch eine Weite um 8,90 Meter und sogar 9 Meter zu. Neben Rekorden, glanzvollen Namen und spannenden Duellen schuf die Begeisterungsfähigkeit des Publikums eine oft unvergleichliche Atmosphäre im Neckarstadion. Hier beispielsweise beim 10.000 Meter Sieg durch die Norwegerin Ingrid Christiansen. Bei der EM 86 wurde die mitreißende La-Ula-Welle erfunden. Wie schon beim Europacup 65 oder beim Erdteilkampf 69 amüsierte das Publikum zum eigentlichen Sieger. Ähnliches erhofft sich Jetter von der WM 93. Ja, ich hoffe, dass sie das in der Begeisterung anknüpfen kann an die Europameisterschaften. Ich hoffe es. Die Situation ist natürlich in anderer Beziehung nicht mehr so ganz erfreulich, weil man natürlich etwas unter der ganzen Doping-Sache die ganze Stimmung gelitten hat. Und weil man natürlich jede Leistung heute betrachtet und denkt und nicht weiß, ist sie korrekt oder erzielt oder nicht. Das spielt natürlich eine große Rolle mit, leider.
trotz seiner gewissen Nachdenklichkeit, die 60 Jahre Leichtathletik im Gottlieb-Daimler-Stadion bleiben eine unvergessliche Zeit, nicht nur im Leben des Alfred Jetter, sondern auch in der deutschen Sportgeschichte. Die WM 93 kann beginnen. Verdienstvoll auch die Arbeit von Ewald Walker, der sich um die vielen Schwarz-Weiß-Bilder gekümmert hat. Wer die WM erleben will, kann nach Stuttgart fahren, muss aber nicht unbedingt nach Stuttgart fahren. Denn rund 50 Stunden werden im Fernsehen gezeigt werden. Machen Sie sich bequem, denn Sie sitzen bei uns, wie immer, in der ersten Reihe. Carl Lewis, Heike Drechsler, Sergej Bubka, Linford Christie, Heike Henkel. Alle Stars, alle Namen, live bei ARD und ZDF. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften vom 13. bis 22. August. In Darmstadt gab es letzte Woche so etwas wie die Mühe. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften im Ersten, unterstützt von OBI und Telekom D1 Mobilfunk. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen zur Eröffnungsfeier der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 93 hier in Stuttgart im Gottlieb-Daimler-Stadion. Freuen wir uns auf Harmonia Mundi. Musiker aller Kontinente musizieren gemeinsam miteinander verbunden über Satellit. Freuen wir uns auf die Stars heute Abend hier im Stadion, auf Johnny Logan, auf Chuck Berry und auf Christe Berg. Der Startschuss dieser Eröffnungsfeier erfolgte bereits um 19.30 Uhr. Sie haben ja bereits einige Bilder live in unserer Tagesschau sehen können. Und im Moment läuft noch der Einmarsch der Nationen. Wir haben das, was bisher passiert ist, für Sie zusammengefasst und sind dann live dabei, wenn Bundespräsident Richard von Weizsäcker diese vierten Weltmeisterschaften hier in Stuttgart offiziell eröffnen wird. Ihre Reporter sind Dieter Adler und Gerd Rubenbauer. Die Bildregie hat Norbert Thielmann. Und jetzt viel Spaß. Und die ersten Minuten, meine Damen und Herren, die standen unter dem Motto: Alles Gute kommt von oben. Denn in dieses Stadion, dessen herrliches Dach Sie hier sehen, schwebten fünf Fallschirmspringer ein, die die fünf Kontinente symbolisierten. Darunter unser Rekweltmeister Eberhard Ginger. Und dann galt das Motto Sport und Musik. Johnny Logan erscheint in wenigen Augenblicken auf diesem Podium, Europa symbolisierend, während wir noch einmal auf die Fallschirmspringer blicken vom Aeroclub Stuttgart. Und Johnny Logan sang den Eröffnungssong dieser Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Das Motto, das an den nächsten Tagen hier in Stuttgart gelten wird: Celebrate and win.
Der irische Grand Prix-Gewinner von 1980 und die ersten Gewinner bei diesen Leichtathletik-Weltmeisterschaften nach vorzüglichen Landungen. Die Fallschirmspringer vom Aero Club Stuttgart, darunter auch eine Dame mit Monika Keuler. Als erster kam Olaf Bösel hier ins Stadion. Auch Eberhard Ginger, den Sie am blütend weißen Fallschirm gesehen haben während des Songs von Johnny Logan, ist schon gut gelandet. Und wir kommen zu den Starts von morgen. Sie verringern auf ideale Art und Weise die sprachlichen Differenzen zwischen den Kontinenten, und Ihnen zuzuhören war schon gestern bei der Probe ein Gedicht. Hier der Erste. Was ich jetzt gerade in Deutsch gesagt habe, werde ich auf Deutsch wiederholen. Von uns bleibt mehr als Worte und Gäste der glühende Wunsch nach Freiheit, ansteckende Krankheit. Dieses Gedicht ist von Dirk von der Benny. Ich heiße Collins Ousseborte und bin 8 Jahre alt und ich wohne in Sonntagweg 5b und ich komme aus Ghana und ich wünsche mir ein Autogramm von Carl Lief. Er wünscht sich ein Autogramm von Carl Lewis, und schneller als Lewis und Christie sind sogar diese Herrschaften, die Brieftauben, die schnellsten Teilnehmer dieser Weltmeisterschaft. Das übersetze ich jetzt auf Deutsch. Ein Kind und ein Kreisel. Jedes Mal, wenn es ihn schleudert, fällt er genau auf den Mittelpunkt der Erde. Von Octavio Paz. Ich heiße Marianne Jepsen, bin 11 Jahre alt und wohne in Stuttgart. Mein Heimatland ist Südamerika, Bolivien. Ich wünsche mir in Stuttgart viele neue Rekorde, spannende Wettkämpfe und ein Autogramm von Bundespräsident von Weizsäcker. Ein ehrfürchtiges Zögern in der Stimme bei diesem Autogrammwunsch. Den Bundespräsidenten als gebürtigen Stuttgarter wird's freuen. Das war ein altes chinesisches Gedicht. Es heißt auf Deutsch: Langsam verschwindet die Sonne hinter den Bergen. In das Meer rollt der Fluss wie die Perlen. Schön wäre die Aussicht 1000 Meilen weit, dazu sollten wir weiter steigen. Ich heiße Tianning Li, bin 9 Jahre alt, mein Heimatland ist China. Ich wohne im Universitätsgelände in Stuttgart.
Ich wünsche mir, dass sich alle Sportler hier im Stadion und alle Menschen auf dieser Welt friedlich zusammenleben und gut verstehen. Und noch ein Gedicht. Nach Afrika, Amerika und Asien ist jetzt Ozeanien an der Reihe. Nothing else can compare. Mut, das ist der Himmel und wir sind seine Vögel. Nichts anderem vergleichbar. Odysseus' Lied ist. Ich heiße Karl Belkott, ich bin 11 Jahre alt und komme aus Neuseeland und wohne in Waiblingen. Ich wünsche mir, dass ich ganz viele Sportler kennenlerne und viele Autogramme bekomme. Und einige dieser Brieftauben sind auch aus Waiblingen, manche auch aus Fellbach. Und bis dorthin, so meinten die Züchter, seien nur 2 Minuten. Für die Tauben wohlgemerkt. Der Wind greift in die Taschen und sucht nach ein paar Wolken. Wer einen Marathon beendet hat, kennt Angst und Mut und lange Einsamkeit, doch ist tief innen glücklich. Von Günther Herburger, Dichter und Marathonläufer. Ich heiße Claudius Brambach, bin 13 Jahre alt und komme aus Stuttgart. Ich wünsche allen Sportlern und Zuschauern 14 ganz tolle Tage hier in Stuttgart. Teilweise hat man den Tauben kleine Glöckchen umgehängt. Sphärische Klänge, die erste Taubensinfonie bei dieser Weltmeisterschaft. Leichtathletik, das ist nicht nur Spitzensport, das ist vor allem der Breitensport. Es gab in diesen Tagen einen Sternlauf aus dem ganzen Bundesgebiet hierher nach Stuttgart, an dem 16.000 teilgenommen haben. 1.500 davon laufen nun in das Gottlieb-Daimler-Stadion in Stuttgart. Die Geher beginnen als eine der leichtathletischen Sportarten. Dann kommen die Marathonläufer mit Herbert Steffny, dem Bronzemedaillengewinner der Europameisterschaft von 86, den Sie kurz sahen. Es sind Teilnehmer der Lauftreffbewegungen im ganzen Bundesgebiet. Eine Bewegung, die ja sehr viel verrichten und vermögen kann an der Basis. Willi Wühlbeck, der Weltmeister von 1983 von Helsinki, führt die Mittelstreckler an. Das sind die kommenden dann. Und es kommen dann noch die Sprinter. Schade für die Diskuswerfer, beziehungsweise die Springer und der Werfer hat es nicht ganz gereicht, auch die können ja weiß Gott laufen. Aber dies mit 1.500 Teilnehmern, die Demonstration des Breitensports bei dieser Spitzensportveranstaltung. Steffny sehen. Den Bronzemedaillengewinner der Europameisterschaft im Marathonlauf von 1986, auch hier in Stuttgart, bewundert. Zum Beispiel ist darunter eine 15-köpfige Dortmunder Schülergruppe gewesen, mit 2 Pakistanis und einem Türken. Und die machten sich unter dem Motto Sport statt Mord auf ihren Trikots auf die 420 Kilometer von Dortmund nach Stuttgart. Ihr Lehrer Herbert Ehlen hat uns erzählt, solche Stafetten hätten sie auch schon nach Rom, Split und Barcelona unternommen. Juan Antonio Samaranch, der IOC-Präsident, auf der Ehrentribüne, in der Ehrenloge. Und dann der Einmarsch der Nationen nach Kontinenten. Kenia, jenes Land, der Fahnenträger übrigens Patrick Sang, der Hindernisläufer, der sehr so stark in den letzten 10 Jahren nach vorne kam durch seine Mittel- und Langstreckenläufer mit einem schier unerschöpflichen Reservoir. Die jungen Löwen, die alten erfahrenen Läufer. Somalia, ein Land, in dem man weiß Gott an anderes denkt als an Sport. Abdi Bile, der 1500 Meter Weltmeister von Rom, der einzige Athlet und Fahnenträger. Die Südafrikaner zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei, nachdem sie ja schon im vergangenen Jahr in Barcelona dabei waren. Johann Landsmann, der Mittelstreckenmann, war ihr Fahnenträger. Zum ersten Mal also Südafrika bei einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft vertreten. Eigentlich hätte für Aruba ein Sprinter einmarschieren sollen, Miguel Jassen, aber der muss morgen ran zu den Vorläufen und deshalb nur Betreuerinnen, fast ausschließlich holländisch sprechend, ehemalige holländische Kolonie.
dieser Karibikinsel hier mit dabei. Jamaika, die Karibikinsel, traditionell mit hervorragenden Sprintern und Springern. Das ist Winthrop Graham, der 400 Meter Hürdenläufer, der die Fahne trägt. Die Jamaikaner ja seit vielen, vielen Jahren immer wieder im Sprint ganz stark. Javier Sotomayor, der Weltrekordmann im Hochsprung, Topfavorit auf den Weltmeistertitel in dieser Disziplin für Kuba. Und die Kubaner mit starken Werfern, mit Springern, mit Sprintern, traditionsgemäß. Das war Andres Simon, Hallenweltmeister war er. Und dann das Team, auf das man hier so gespannt ist, das der Vereinigten Staaten von Amerika. Mike Conley, der Dreispringer, trägt. Hier haben wir Calvin Smith, den Ex-Weltrekordler, über 100 Meter. Den Sie unbedingt dabei haben wollten als Ersatzmann für die Staffel und als stabilisierendes, routiniertes Element. Einer ist nicht dabei beim Einmarsch, Carl Lewis, der hat morgen seinen ersten Vorlauf über 100 Meter. Verständlich, dass Karl der Große, King Karl, wie Sie ihn auch nennen, hier bei der Eröffnungsfeier nicht dabei ist. Auch der Pressechef und der Cheftrainer der Damen waren noch kurz zu sehen. Da sehen Sie im Stadion aufgebaut, symbolhaft fünf Bühnen, die fünf Kontinente links unten, das ist Afrika, widerspiegeln sollen. Asien mit den Chinesen. Eine Mannschaft, die sicher zu großen fähig sein wird, über die es viele Diskussionen sicher auch hier wieder geben wird. Aber zunächst einmal beim Einmarsch vor dem asiatischen Konkurrenten. Und der Fahnenträger der Japaner ist Monehiro Kanego, ein Zehnkämpfer. Die letzten Wochen hat er in Deutschland trainiert. Und dann haben wir Nauru, eine kleine Insel im Pazifik, für Ozeanien stellvertretend. Da gibt es zwei Athleten, Catherine Freeman, das ist eine Läuferin. Und vor allem Winona Steven, die jüngste Athletin mit 14 Jahren, die läuft sage und schreibe 14,01 Sekunden über 100 Meter. Da sind schon bessere dabei. Ja, da sind wir bei den Europäern und dem starken Team aus Russland. Es gibt ja nicht mehr die U der SSR, sondern es gibt die Mannschaften der einzelnen Republiken, die aus dieser alten U der SSR hervorgegangen sind. Die Russen stellen natürlich das stärkste Kontingent, gar keine Frage. 80, haben wir gehört, werden hier einmarschieren zur Eröffnungsfeier. Sergei Litwinow, Damenwerfer, sollte die Fahne tragen. Tut er nicht, morgen muss er ran. Dafür ist ein Diskuswerfer benannt worden. Dmitri Shevchenko. Mit 41 Athleten es hier in Stuttgart. Es sind 1862 Athletinnen und Athleten hier in Stuttgart gemeldet. Aus 189 Mitgliedsverbänden des Weltleichtathletikverbandes. Das ist Rekord. Bevor man also zu laufen, zu springen, zu werfen beginnt, gibt es schon einen numerischen Rekord. Wir begrüßen die Sportler aus Zypern. Weißrussland, dies ist eine der Republiken. Und der, den wir im Bild haben, das ist Wassily Kaptyuk, ebenfalls ein Diskuswerfer. Musik zu diesem Einmarsch, zusammengestellt, komponiert von dem Münchner Komponisten. Er war schön, auf den wir noch kommen werden. Den Abschluss des Einmarsches der Kontinente, den bildet für Europa die deutsche Mannschaft. Jürgen Schulte, der Diskuswerfer, trägt die Fahne. Da sahen wir schon einige. Ralf Pfirsich, den 400-Meter-Läufer. Und wir werden gleich noch andere sehen, das Gottlieb-Daimler-Stadion in Stuttgart gut gefüllt. Und das sind unter dem Titel individuelle Teilnehmer der Weltmeisterschaft Athletinnen und Athleten aus dem restlichen Jugoslawien. Sie dürfen als Einzelathleten hier starten, ohne Nationalprobleme. Ich meine, ein guter Weg, so wie auch in Barcelona schon gefunden wurde. Und dann Jürgen Schulte und das deutsche Team. Vorne ein Stückchen Nostalgie mit Heide Rosendahl und Werner von Moltke, unserem früheren Zehnkampf-Europameister, heute Vizepräsident des Deutschen Leichtathletikverbandes. Jürgen Schulz, der Diskuswerfer, der hofft, in Medaillennähe noch einmal kommen zu können. Das sahen Ulrike Savary, das Silke Lichtenhagen.
Simone Weidner, rechts die Sprinterin, links war die Mittelstreckenläuferin aus Berlin. Andrea Philipp aus Schwerin, die Sprinterin. Natürlich die, die morgen schon dran sind bei den Wettkämpfen, sind da nicht dabei. Durchaus verständlich. Karl-Heinz Leverköhne, Profitrainer. Und einer der Blume-Zwillinge, der Sprinter. Frank Hensel, Behördentrainer. Mit seinem Schützling Dietmar Kroschewski. Und noch einmal Jürgen Schulz aus Schwerin, einer der erfolgreichsten Athleten Deutschlands, Europameister, Olympiasieger, Weltmeister ist er gewesen. Und die Welle beginnt auf den Zuschauerrängen in Stuttgart. Jenes Bild, das wir von 1986 von der Europameisterschaft ja schon hinlänglich kennen. Berlin 2000 lässt grüßen, zumindest symbolisch. Man verspricht sich ja von einem Erfolg dieser Leichtathletik-Weltmeisterschaft auch, zumindest was die Stimmung betrifft bei den IOC-Mitgliedern, positive Impulse für die Olympiabewerbung Berlins. Wenn Sie da Pfiffe im Hintergrund hören, die gelten nicht etwa irgendeiner Mannschaft, sondern nur, weil die Welle nicht weiterläuft durchs Stadion. Irgendwo auf der Ehrentribüne und bei den Journalistenkollegen. Da stoppt es halt. Aus fünf Kontinenten. Herzlich willkommen in Stuttgart. Die Mannschaften probieren sich rund um die Bühnen, die für ihren Kontinent dastehen, wo wir dann später die entsprechenden musikalischen Darbietungen live im Stadion haben werden, neben den Satellitenschaltungen, aber dazu noch später. Viel Jubel und Applaus um die deutsche Mannschaft. Über mögliche sportliche Erfolge wollen wir jetzt noch nicht spekulieren und reden. Dazu ist in den nächsten Tagen, morgen Vormittag, beginnen ja die Wettkämpfe, noch hinlänglich Zeit. Heute, das ist die Eröffnung, ein wenig anders konzipiert, als man dies bisher von ähnlichen Veranstaltungen gewohnt war. Und auch der Einmarsch nach Kontinenten anders als früher. Bundespräsident Richard von Weizsäcker, hinter ihm Primo Nebbiolo, der Präsident des Internationalen Leichtathletik-Weltverbandes. Die offiziellen Reden folgen bald. Und sie sollen aber kurz sein. Die Kanadier blendender Laune. Und das Publikum auch. Nach der Europameisterschaft 1986 können wir uns noch gut an die Schlussfeier erinnern. An den Schlussakkord, den die Athleten setzten, als sie dem Publikum in Stuttgart die Goldmedaille verliehen. Ich glaube, das Publikum knüpft dort an, wo es 1986 aufgehört hat. Die deutschen Athletinnen und Athleten sind noch nicht an ihrem Platz an der Europabühne eingetroffen. Thomas Schönleber hinten mit der Brille. Und Beethovens Hymne an die Freunde, arrangiert von Eberhard Schöner, zum Abschluss dieses Einmarschs. Da haben wir noch einmal Calvin Smith, den Amerikaner.
Javier Sotomayor, der kubanische Hochspringer. Manche Scherzbolde meinten, die Plätze für die Athleten hier im Stadion seien kommoder als so manches Plätzchen in der Bude im Athletendorf. Zumindest besser gepolstert, wie man eben an der Hochsprungmatte gesehen hat. Die Grußworte und Eröffnungsreden dieser Leichtathletik-Weltmeisterschaft 1993. Der Komponist und Produzent Ebert Schöner begrüßte die Herren, die nun zur Eröffnung sprechen werden. Als erster Professor Dr. August Kirsch, der Präsident des Organisationskomitees dieser Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Links steht der ehemalige DLV-Präsident, in der Mitte der Bundespräsident. Sie kennen die Herren, Primo Nebbiolo ebenfalls. Sehr verehrter Herr Bundespräsident, Präsidentin, out of there. How come?
Zuschauer im Gottlieb Daimler Stadion und hoffentlich auch Sie zu Hause begeistert von der australischen Band der Gegenwart Yothu Yindi und vielleicht ist auch der Bundespräsident sehr angetan von den Fähigkeiten der Didgeridoo-Spieler, vor allem von deren Fähigkeit, Luft nur durch die Nase zu holen. Neben dem Bundespräsidenten rechts der baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel. Nun geht's weiter in dieser Weltpremiere via Satellit die Kontinente miteinander zu verbinden. Ein multikulturelles Ereignis, ein kulturelles anlässlich einer Sportveranstaltung. Aber was würde sich besser dazu bieten? Denn irgendwo hat der Sport seine tiefen Wurzeln, ja im Kultischen. Eberhard Schöner, der Dirigent und Producer und Komponist, hat nun ein Quartett geschrieben, an dem alle teilnehmen. Margaret Chimeneses in Salvador de Bahia, David Hudson und Sarah Hopkins in Sydney, die Gamelan-Künstler aus Bali, und der Geiger und die Musiker. Vor der Zitadelle in Kairo, oberhalb des Khan al-Khalili-Basars, stehen sie zum ersten Mal übrigens. Dürfen sie dort auftreten? Kairo, die Partnerstadt Stuttgarts ist es ja. Also nun diese Weltpremiere eines Quartetts. Kontinente musizieren miteinander. Sie haben sich nie gehört, sie haben nie zusammen gespielt. Sie kennen die Bänder der anderen und werden nach Zeit einsetzen. Harmonia Mundi. Wir dürften einen Blick auf die Partitur werfen. Sie gleicht einem musikalischen Timecode. Zielgerade im 5000 Meter Lauf.
Unvergessen das Husarenstück von Dieter Baumann. Da waren alle Rhythmen, die Sie eben gehört haben am heutigen Abend, auf 100 Metern vereint. Wie gerne hätten wir ihn bei dieser Weltmeisterschaft im heimischen Schwabenlande laufen sehen. Aber wir werden ihn heute Abend wenigstens hören. Ich begrüße alle Athleten und alle Zuschauer hier und zu Hause recht herzlich hier in Stuttgart. Ich hoffe, dass wir hier 10 tolle Tage erleben werden und hoffe, dass wir spannende und auch faire Wettkämpfe sehen und vielleicht ein kleines Zeichen setzen können, dass man friedlich zusammen Wettkämpfe bestreiten kann und dass vielleicht speziell hier in Europa der Frieden wieder einzieht und auch auf der ganzen Welt. Dankeschön. Wir freuen uns vor allem auch auf seine Kommentare, die er exklusiv im Ersten bei dieser Weltmeisterschaft abgeben wird. Er wollte noch was sagen, aber das kann er sicher für unsere Sendungen aufheben. So langsam geht diese Eröffnungsfeier in Stuttgart hier am Ende entgegen, aber wir warten noch auf Höhepunkte. Zwei. Einmal die Cellisten der Berliner Philharmoniker, die hier auf der Bühne Europas, die werden Sie gleich groß sehen, Platz genommen haben. Eberhard Schöner hat eine Hymne an den Sport für Sie geschrieben und Sie werden diese jetzt aufführen zum Abschluss dieses Konzerts über alle Kontinente hinweg. Cellisten der Berliner Philharmonie. Thank you.
Es gehört zur Philosophie von Eberhard Schöner, Rock und Klassik miteinander zu verbinden. Vor den Cellisten der Berliner Philharmoniker, da standen schon die berühmtesten Dirigenten, wie lange Jahre ja Herbert von Karajan. Und dort steht heute Abend ein Rockstar. Einer, der es Ihnen gefallen hat. Morgen der erste Wettkampftag bei den Kollegen im ZDF, die sich von diesem Studio aus ab 10.50 Uhr morgen melden. Erster ARD-Wettkampftag dann am Sonntag ab 9.50 Uhr. Mehr Sport in der ARD, heute ARD-Sportschau in etwa einer Stunde mit Bundesliga-Fußball. Einen schönen Abend noch für Sie. Hier haben Sie das Programm der Sportschau. Schönen Abend und auf Wiederschauen.